Ja, ich habe gesehen, dass es Vorträge gibt über kleines Zeug auf GitHub. Dann dachte ich, das könnte ich vielleicht auch machen, weil ich erst einen Vortrag über einen Raytracer in Assembler halten wollte. Und dann habe ich angefangen, ihn vorzubereiten. Das hat viel zu lange gedauert. Und dann habe ich gedacht, das habe ich gar nicht. Und stattdessen unterhalte ich euch heute mit ein bisschen Syscalls und ein bisschen C und ein bisschen Webservering. Ich hatte nämlich das Problem, dass mich eine Partei gefragt hat, ob ich nicht Protokollant sein möchte auf ihren Bundesparteitagen. Und nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, haben die Leute immer gefragt, warum ist denn dein Protokoll nicht online? Und ich habe immer gefragt, ja, wo kann ich das hosten? Oh, im Wiki. Dann habe ich es ins Wiki gehostet und dann sind nach einem Tag sehr viele wütende Wiki-Admins zu mir gekommen und haben gesagt, du kannst nicht jede Sekunde 600 Kilobyte hochladen, wir speichern die vollen Versionen, geh damit weg. Dann habe ich so gedacht, was ich stattdessen machen könnte und habe mir gedacht, das ist ja nicht so schwierig, ich mache einfach, ich habe ja so einen kleinen V-Server, da kann ich das ja einfach hosten. Das habe ich genau einmal gemacht. Danach habe ich mir gedacht, dass Apache vielleicht nicht die richtige Software dafür ist und Nginx vielleicht auch nicht und habe versucht, den minimal möglichen Webserver zu schreiben, der das kann. Tatsächlich ist auch irgendwie, das README ist genauso lang. Was ist mein Problem? Ich brauche eine Datei, ich möchte sie bitte serven, aber ich habe keine Ressourcen, weil ich zu faul war, Ressourcen zu organisieren. Deshalb gibt es dieses Projekt, es ist ein Single-File-HTTP-Server, also man kann damit auch HTTP reden. Er surft dann eine Datei, schnell. Ist nicht sehr groß. Da kann ich euch einfach den gesamten Code zeigen. Und dabei kann man viele schöne Dinge über Linux-Syscalls lernen. Deshalb ist es vielleicht auch technisch nicht ganz unspannend. Ja, übliches C-Geraffel, man inkludiert alles. Es benutzt Threads, es benutzt ein bisschen Timeouting, weil es Clients in diesem Internet gibt, die sehr unfreundlich sind. Ja, es hat eine maximale Fallgröße, aber das passt schon so. Die kann man auch hochdrehen, das ändert eigentlich nichts. Ich fange mal unten an. Ja, unten bei Main. Also dieses Projekt ist für mein Projekt überraschend fertig. Es hat sowas wie CLI und Argument Parsing und Fehlermeldung und so, deshalb ist es auch so lang. In Wirklichkeit ist die eigentliche Logik ist etwas kürzer. Ja, man organisiere sich eine Socket-Adresse, auf die man sich später binden kann. Das braucht man nun mal, wenn man ein Server sein will. Es gibt einen Int, den ich später benutze, um Threads hochzuzählen. Das ist ganz tolles altes Standard-C, das hat alle Variablen oben. Deshalb ist das so crazy. Es gibt einen Sharpointer, der heißt Stack. Den werde ich nachher in sehr viele sehr kleine Stacks zerschneiden. Man braucht einen Pointer auf einen Integer, der True hat für SetSockOption. SetSockOptions sind nur Pointer auf Ints und nicht Ints. Ich brauche True, deshalb heißt dieser Int Yes. Und es gibt einen Port, da kann man noch den HTTP-Server auf verschiedenen Ports starten. Das kann nützlich sein, wenn man verschiedene Files serven will und trotzdem nur einen Host hat. Ja, ich weiß, das hat das HTTP-Protokoll unterstützt, das im Prinzip auch, aber dann müsste man es parsen, das wollte ich vermeiden. Ja, gut, das ist euch, glaube ich, allen klar. Akt C, ja, man soll das bitte so benutzen. Man guckt bitte in dem ersten Argument nach, ob das so aussieht wie ein Integer. Scanf kennen, glaube ich, auch alle, die C können, ansonsten lernt ihr es gerade. Wenn man es nicht richtig gemacht hat, ist es dieselbe Usage. Ja, es hat einen Content, den es serven möchte, den öffnen wir. Es gibt. Also man kann es entweder mit fopen machen, dann kriegt man aber so einen hässlichen File-Stern-Dingsy zurück aus der C-Library. Die sind eigentlich gar nicht so praktisch, wenn man High-Performance machen will, weil die halt nochmal eine Abstraktionsschicht haben. Es gibt einen Syscall, der heißt Open. Der kann euch alles aufmachen. Das kann Dateien aufmachen, Devices aufmachen, Directories aufmachen. Die lesen sich zwar ein bisschen komisch, aber das funktioniert auch. Der bekommt ein File-Name und was man damit machen will. Ich will das in diesem Fall nur lesen. Und wie die meisten Syscalls gibt er entweder was Vernünftiges zurück, was ich später als so ein opakes Handle in die Kernel werfen kann, oder kleiner Null, wenn es kaputt war. Ja, wenn es kleiner Null war, dann ist es halt kaputt. Dann muss man sich konfigurieren, wie man, also wie die Adresse sein soll, auf der der Server später quasi ansprechbar ist. Dann muss man sich erstmal aussuchen, was für eine Socket-Familie das sein soll. Das ist in diesem Fall IPv6. Du machst kein Legacy? Ich habe früher Legacy gemacht, da war da keine 6. Ich mache hier kein Legacy, genau. Man kann auch irgendwie Dual-Stack bestellen beim Kernel und sagen, ich habe hier so einen Socket, der funktioniert für beides. Ehrlich gesagt weiß ich aber aus dem Kopf nicht, wie das geht. Aber ich weiß, dass es existiert. Das geht ganz einfach. Du setzt eine Sock-Option und dann kriegst du beides. Ja, dann sagst du im Prinzip Sock-Option-Legacy, genau. Ja, okay. Und dann kriegst du die IPv4-Adressen als V6 mapped. Ah, okay. Also FFFF. Ja, und dann kann ich trotzdem all binden. Ja, okay, das ist gut. Ja, dann, also, was man tut, ist, man hat hier so ein HTTP-Andre-Objekt, das kam von da oben. Das ist so ein Strukt. Das Socket-Interface im Kernel ist gar nicht so hübsch. Das sind so
Pointer auf Sockadre in und oder eigentlich auf Sockadre und je nachdem, welchen Typ Socket man bestellt, muss es halt das richtige Memory Layout haben. Es ist abwärtskompatibel. Ja, die beiden sind an der gleichen Position, genau, abwärtskompatibel. Ja, genau, da muss man so ein paar Dinge konfigurieren, zum Beispiel, welche Adressfamilie es haben soll, wie der Port ist. Dann muss man sich noch überlegen, dass man auf einem Intel-System ist und deshalb Little Endian, Big Endian richtig rummachen muss. Das gibt extra Host-to-Network-Byte-Order, das gibt es in Long und in Short. Für Bytes gibt es logischerweise nicht, weil ein Byte ist immer mit sich selber gleich rumsortiert. Das muss man aber machen, sonst sind die Portnummern crazy. Und dann tut man es irgendwie. Was macht der überhaupt? Du willst das, glaube ich, auch eigentlich mit Get-Adress-Info machen. Ja, das kann man machen, aber warum? Ja, also, ich will ja IAP-Adress Any binden. Ich will ja nichts irgendwie parsen oder so. Vielleicht unterstützt halt das System ja nicht IPv6, weil irgendjemand das mit SysCTL ausgemacht hat. Dann ist das so. Dann hat er selber Schuld. Das finde ich auch so. Du kannst auch Get-Adress-Info. Genau. Ja, das stimmt. Also man kann Higher-Level-Interfaces benutzen für viele. Also man kann ja auch nicht Open benutzen, sondern F-Open und so. Also man kann auch bei dem SOC, klar, man kann das noch mehrere Abstraktionsschichten höher drehen, wenn man will. Also sicherlich. Das gibt dir nur eine Liste mit verfügbaren Adressen zurück. Ob die und wo kommen die her? Nicht aus der GLPC? Doch, oder? Das ist organisierte GLPC. Ja, das meine ich mich auch. Aber gut, ich meine, es ist ja nichts Böses. Ja, anyway, man organisiert sich danach einen Socket. Ein Socket ist wie das meiste unter Linux irgendwie ein File-Deskriptor. Man muss nochmal sagen, was für eine Art Adressfamilie man da gerne hätte, was für eine Art Socket und was da darauf so gesprochen werden soll. Also das hier ist eine recht typische Kombination, sage ich mal. Dann kriegt man halt einen TCP-IP-Socket. Das braucht man für viele Dinge. Danach macht man so ein paar sinnvolle Set-Sock-Options. Also insbesondere SO-Reuse-Adre will man meistens tun. Offiziell ist das keine gute Idee, weil es ja sein könnte, dass jemand meinen Webserver abschießt und ein anderes Programm auf demselben Socket startet und dann der Client verwirrt sein könnte, ob er mit dem alten oder mit dem neuen Server reden möchte und das andere könnte ja was ganz anderes gewesen sein. Praktisch ist es, wenn man das nicht macht, immer so, dass der Port schon geused ist, weil irgendeine Verbindung noch nicht ordentlich abgeschlossen ist, man seinen Webserver nicht wieder hochgetreten bekommt, obwohl man das jetzt gerade dringend braucht. Also ich habe noch nie den Fall gehabt, dass es deswegen kaputt gegangen ist und schon sehr oft den Fall, dass sehr wichtige Systeme nicht angingen, weil der Kernel meinte, naja, der Socket könnte aber im Prinzip noch von einem Paket aus China erreicht werden, das sich seit 2,5 Minuten in Transit befindet. Deshalb will man diese Option ganz dringend tun. Ja, und sie nimmt einen Pointer auf ein Int. Das ist dieses Yes. Also die nimmt eigentlich Pointer auf alles Mögliche und jedem sagt man, wie groß das ist und so weiter, weil das auch so ein sehr generisches Interface ist. Und es gibt auch sehr viele Set-Sock-Options und man kann auch die Options auf verschiedenen Layern setzen. Das hier ist das Socket-Layer, auf dem ich das angebe. Auch wenn ich nicht so ganz einsehe, warum es nicht der Socket-Layer ist und nicht der TCP-Layer, aber es ist halt so. Also in der Mainpage von ZSockopt steht drin, welche vielen Optionen es gibt. Es gibt noch viele andere spannende. Ja, bestimmt, also früher, aber trotzdem. Ja, dann muss man sein Socket, das ist jetzt so ein File-Deskriptor, das ist auch so ein opaker Int, den man in den Kernel geben kann, binden. Da sagt man quasi, hallo lieber Kernel, wenn von außen ein neues TCP-SYN-Paket ankommt mit einem bestimmten Port, dann möchte ich bitte, dass das irgendwie zu diesem Socket gehört. Da muss ich jetzt meine Sockadre wieder reintun und sage quasi im Kernel, die Adresse, die ich da oben ein paar Zeilen weiter oben, 12 Zeilen weiter oben konfiguriert habe, die möge da irgendwie zu diesem Socket gehören. Und ab da weiß der Kernel quasi, im Prinzip gehört der Socket zu dieser Adresse. Und dann muss ich dem Kernel aus Gründen noch sagen, dass es mich auch interessiert, wenn was angekommen ist. Da sage ich, ja, tue ich wieder mein Socket rein und sage, ja, ich bin quasi für zuständig, wenn da Verbindungen ankommen, so im Prinzip, und ich sage, wie viele Verbindungen der da in so eine Queue werfen soll, bevor er anfängt, den Client direkt zu sagen, nö, du kommst hier nicht rein. Das könnte ja sein, dass ich die Verbindung nicht schnell genug abarbeite. Deshalb gibt es auf Kernel-Seite nochmal eine Queue, die quasi Verbindung annehmen kann, dann mein Programm Bescheid sagt, wenn mein Programm es halt nicht abnimmt quasi, dann sammeln die sich da erstmal an, und wenn es dann voll ist, die Anzahl, dann sagt der Kernel direkt zum Client, nö, ist nicht, und nimmt die Verbindung nicht an. Da kann ich irgendwann konfigurieren, das ist irgendwas, ich glaube Default sind 64, ich habe ein bisschen mehr, weil das, warum nicht? Der Server schafft auch noch ein paar mehr parallel. Ja, das ist sehr kurz, falls ich root bin, dann werde ich nobody. Das kann man auch richtig machen mit irgendwie get, oh, weiß ich gar nicht, aber man kann etc-passwörter theoretisch auch lesen, mal rauszufinden, welche ID nobody hat, aber er hat praktisch immer diese und root hat meistens null. Jedenfalls möchte ich gerne, falls ich root war, nicht mehr root sein.
Ich habe aber schon alle File-Deskriptoren aufgemacht. Also insbesondere kann ich mir auf diese Weise, wenn ich root bin, zum Beispiel einen Port 80-Socket organisieren und werde erst jetzt nicht mehr root und kann jetzt nichts mehr Schlimmes machen, wobei ich mir relativ sicher bin, dass man mit diesem Server von außen nicht so viel kaputt machen kann, auch nicht, wenn man sich Mühe gibt. Aber wer weiß, vielleicht übersehe ich da was Wichtiges. Ja, dann Overflows in libc oder so. Es kommt nicht mehr sehr viel libc. aber ja, vielleicht. So, dann sind wir auf jeden Fall also Single-Sig-Int ist eigentlich ziemlich egal, das macht halt nur ordentliches Shutdown statt irgendwie Crash and Burn. Auf jeden Fall will man SigPipe ignorieren, weil der Kernel signalisiert einem SigPipe, wenn ja, ein File-Deskriptor irgendwie einen Interrupt bekommt. Zum Beispiel, wenn der Client gerade ein Reset-Paket gesendet hat oder irgendwie hart getimed ist oder irgendwas anderes Schlimmes macht. Wenn das Internet mit euch redet, dann werdet ihr sehr viele SigPipes bekommen. wenn man das nicht konfiguriert, dann geht es immer, wenn man lokal testet. Und sobald jemand von außen irgendwas Schlimmes macht, zum Beispiel sein Telefon verliert Edge oder so, dann kriegt man SigPipe und der Prozess geht ohne weiteren Kommentar aus. Das ist etwas unübersichtlich zu debuggen, weil man es halt nur live und nur ohne Meldung bekommt. Ja, deshalb will man SigPipe normalerweise entweder fangen und irgendwie ganz speziell handeln oder einfach ignorieren. Ignorieren funktioniert oft gut. Ja, und dann mache ich Threading. Ich organisiere mir... Also man kann das auf viele Weisen lösen, aber ich wollte ja möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Die einfachste Möglichkeit ist, ich mache Lightweight Kernel Threads. Erstmal organisiere ich mir ein bisschen Stack Space. Also später muss ich Clone aufrufen. Clone ist so wie Fork, aber billiger. Clone macht, also Fork macht ja quasi einen kompletten kopierten Prozess-State mit Copy und Write Semantics und so, und Clone macht das nicht. Clone macht einfach einen zweiten Prozess auf, aber der hat das gleiche wie der davor, das kann man konfigurieren, was man alles sharen möchte. Das kommt gleich, aber erstmal organisiere ich mir jedenfalls ein bisschen Memory für Stacks, weil ich gleich sehr viele Stacks verbrauchen will. So, und dann habe ich halt irgendwie meinen Number-Thread-Counter, der geht halt bis Threads. Ja, und rufe jetzt ganz oft Clone auf. Clone kriegt, einen Funktionspointer, das wird gleich mein Connection-Händler sein. Einen Stack-Pointer, wo der neue Stack sein soll. Ja, Stack plus gleich Stack-Size. Stack-Size ist nicht so besonders groß, aber ein bisschen Stack brauchen immer. Dann nimmt Clone eine ziemlich beliebige Liste von ziemlich viel konfigurierbarem Kram, was man gerne sharen möchte, was man gerne nicht sharen möchte. Also zum Beispiel, ich glaube, das ist File-System irgendwie und nochmal File-System. Also das sind auf jeden Fall die File-Deskriptoren, bin ich mir ziemlich sicher. Dann hätte ich gerne gemeinsames Signal-Handling und vor allem möchte ich gerne gemeinsamen RAM haben, damit ich bei den anderen Kram muss ja gar nicht kopieren, kein Copy und Write, für mich alles egal, ich will einfach nur ganz viele parallel laufende Threads in demselben Memory Space. Die haben ja eigene Stacks, die habe ich mir hier gerade schön nebeneinander allokiert. Also die sollte ich besser nicht zu voll machen, weil sonst laufen die unelegant ineinander, aber das lasse ich dann halt einfach. und hinten bekommen die noch so einen Void Pointer auf quasi Thread Local Storage. Praktisch benutze ich es aber gar nicht. Ja, wenn das irgendwie schief geht, dann geht es halt schief und ich breche alles ab, aber es geht möglicherweise halt nicht schief. So, wo war ich? Thread, achso, ja, jetzt, achso, dann kann ich dir das verändert werden. Pause macht nicht viel, es wartet, bis es ein Signal bekommt. Und der Main Thread ist quasi danach pausiert. Und falls ein Signal kommt, dann macht Return das 0 und ist fertig. Ja. Also Clone ist so ein Syscall, den habe ich. Ich weiß gar nicht, den habe ich glaube ich zufällig gefunden, weil ich irgendwas geastraced habe. Und das schien mir sehr nützlich, weil man kann damit ziemlich low-leveliges Thread-Gehacke machen, wenn man das machen möchte. Warum machst du eigentlich POSIX-Threads? Weil Overhead, weil Complexity, weil ich kann einfach einen Linux-Syscall machen, ich bin fertig. Also ich will jetzt gleich eh ganz schlimme Semantiken auf meinen File-Deskriptoren haben und so. Und also POSIX-Thread ist halt schön abstrakt und theoretisch plattformunabhängig und all das, aber ich will ja bloß meinen File serven. Dann bräuchte ich nicht mal deine Stacks zusammen. Nee, das stimmt. Aber da muss ich, also ich weiß die genaue Semantik nicht. Was machen die denn zum Beispiel mit File-Descriptor-Sharing? Machen sie per Default immer, nie? Immer. Also eigentlich das so, wie man Threads erwartet. Ja, ja, ich weiß. Normalerweise benutze ich auch POSIX-Threads, aber hier habe ich gedacht, ich mache es einfach für möglich und dann habe ich keinen, also ich brauche keine Libraries und kein gar nichts. Das funktioniert halt einfach direkt. Ja, was macht jetzt der Connection-Händler? Der macht einen weiteren Syscall. Achso, die Aufgabe ist im Wesentlichen ja in diesem Connection-Händler möglichst wenig Syscalls zu machen, denn was teuer ist an einem Webserver ist ja eigentlich gar nicht, also beim normalen Webserver, wenn man jetzt nicht irgendwie PHP macht oder so, dann hat man ja gar nicht groß Processing, man hat ja vor allem IO. Und bei diesem hier nun ganz insbesondere, weil der macht ja nicht so viel außer eine Datei zu serven. Also ist quasi die Aufgabe gewesen, das Design-Constraint von diesem Connection-Händler möglichst wenig Syscalls zu machen. Der erste, um den kommt man nicht herum, ist Accept. Der nimmt einen Socket-File-Deskriptor und wartet quasi darauf, dass sich jemand verbinden will. Wenn das passiert, bekomme ich einen neuen File-Deskriptor.
Das ist quasi meine TCP-IP-Verbindung, die gerade eingehend angekommen ist. Das ist immer am Ende irgendwo unten drunter. Aber man kann das auch direkt im Kernel quasi abholen und dann kriegt man halt Hoho-Connection einen neuen File-Descriptor. Früher war das so, wie ich das mit dem Threading mache, eine ganz schlechte Idee, weil der Kernel sich die klugen Sachen gemacht hat, die alle Threads, die auf diesen Socket warten, aufwecken und dann merken, dass die eigentlich das eine das bekommt und die 980 anderen dann irgendwie den Accept-Call irgendwie nicht mehr machen können, weil die Connection ist ja schon verbraucht und dann irgendwie E-Again senden und dann muss man wieder einschlafen und so, aber das ist inzwischen alles viel besser. Der Kernel macht das Richtige seit, ich weiß nicht, 2. irgendwas schon. Man kann einfach mit ganz vielen Threads Accept aufrufen und was dann passiert ist, alle blocken und wenn eine Connection ankommt, wird genau ein Thread aufgeweckt und es ist super effizient. Es ist auch viel effizienter als EPOL und Select und die ganzen anderen tollen Sachen. Die haben auch viele Vorteile, aber nicht den, einen effizienten Accept zu produzieren. Das kann man auch hinkriegen, aber es ist viel Aufwand. Und einfach volle Kanone Threads accepten geht. Ja, was muss man noch? Man muss bedauerlicherweise, wie ich herausgefunden habe, den HTTP-Request lesen. Ich habe früher gedacht, ich komme da einfach mal rum und sende den. Also ich meine, ich weiß ja, was ich senden will. Es ist mir egal, was der Browser haben will, wenn ich nur eine Datei habe. Aber das Doofe ist, also tatsächlich. Mein Firefox mag das nicht, wenn ich ihm die Daten sende, bevor er fertig ist. Obwohl das nicht stimmt. ja, deshalb muss ich warten, bis der HTTP-Request fertig ist. Und dafür lese ich von diesem File-Descriptor, der auf dem Accept gefallen ist. Request ist so ein kleiner Character-Buffer hier oben. Lese ich 4K-Kram raus. Und ja, dann muss ich noch gucken, ob der R/N2 miteinander drin steht. Wenn das nämlich so ist, dann ist der HTTP-Header fertig. Und bevor das nicht so ist, ist der Firefox nicht fertig, damit ich mir Crap verschicken. ich wollte erst Strr oder andere komische Sachen machen, aber nachher kommt der C-Compiler noch plus die Idee und versucht das irgendwie zu callen oder so und das ist alles viel zu aufwendig. Ich cast einfach der Reihe nach nebeneinander liegende Bytes zu Shorts und gucke, ob das passt. Und wenn das nicht passt, mach ich weiter. Das ist relativ zügig. Das ist im Prinzip das komplette HTTP-Handling in diesem HTTP-Server. Aber es ist der HTTP-Handling. ja, irgendwann ist der Request.di. Frage? Ja. Wenn diese beiden Zeilenumbrüche genau nach 4095 Zeichen kommen, also der eine Zeilenumbruch in dem einen Block, den du gelesen hast, der nächste in dem nächsten, was dann? Warte mal, ich glaube, das ist gehandelt, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht durchgeblickt, ob es irgendwo gehandelt ist. Aber ja, ich erinnere mich dunkel daran, das mal durchdacht zu haben. Das wollte ich eigentlich korrekt handeln, es kann aber sein, dass es broken ist. Wir können das mal gerade gucken. Request plus 4 hängt damit wahrscheinlich zusammen. So, ich fange vorne an. Ja, folgendes passiert. Ich lese, also ich habe die ersten 4 Byte lese ich nicht rein. Das ist zwar theoretisch ein Bug, weil es zufällig da das rumgammelt, aber praktisch tut es das nicht. Das könnte man. Nein, gar nicht wahr. Hier ist der Bug gefixt. Guck, ich initialisiere das mit 0. So, dann lese ich danach, also die ersten 4 Byte sind am Anfang 0. Dann lese ich quasi meinen 4 Kilobyte Block da, also naja, ein bisschen weniger, minus 8, das passt schon, da rein. Und dann mache ich auf dem kompletten Buffer von vorne, inklusive des am Anfang genullten Bereiches, meine String Conversion. Ganz am Ende kopiert die letzten 4 Byte vorne wieder rein. Das ist mein Wraparound für den Buffer. Ja. Und weil ich nur so kurzes Ding matchen muss, passt das auch immer. Das löst auch das Problem, dass ich eigentlich so einen zirkulären Buffer irgendwie machen muss, weil mich interessiert der Buffer halt nicht so besonders, bis halt auf maximal dieses 4-Byte-Pattern. ich glaube aber, dass diese Schleife sowieso nicht so oft durchlaufen wird. Ich habe es aber nie ausprobiert. Also ich meine, wer mir mehr als 4 Kilobyte Header schickt, hat sowieso was falsch gemacht, wenn er einfach URL gehen will. Weiß ich ja nie. Ja, dann brauche ich noch einen Inpointer, denke ich mal, oder einen Offset-T-Point in Wahrheit. Dann gibt es diesen wunderhübschen Discord. Der nimmt einen Target-File-Deskriptor, einen Source-File-Deskriptor, einen Pointer auf einen Offset-T, was mir sagt, wo in dem Source-File-Deskriptor ich anfangen soll, und eine Maximalgröße, wie viel Byte von dem ersten File-Deskriptor in den zweiten rein sollen. Wenn die Quelle kleiner ist als Max, dann wird er eben nur so lang, wie in der Quelle Bytes drin sind. Das ist ganz angenehm, dann mache ich einfach irgendwas Großes rein und dann hört der Kernel auf zu senden, wenn die Quelldatei leer ist, also vollständig gesendet ist. Das hat den großen Vorteil, ich muss nicht irgendwie pro Block oder pro Byte oder so irgendwie Syscalls machen, sondern ich mache genau einen Syscall. Der Syscall bedeutet, kopiere diese Datei zum Client. Und der Kernel darf sich dann gerne um den Rest kümmern und insbesondere muss er kein Context-Switching machen und keinen anderen Quatsch. Und ich habe auch genau Zero Overhead hier im Server. Und eigentlich könnte man einfach Close machen.
Das Problem ist, wenn man Close macht und der Firefox ist auf die gute Idee gekommen, vielleicht irgendwie Keep Alive zu machen und sieht dann irgendwie den Fin, bevor er irgendwie, weil ich weiß nicht genau, was der Connection State macht, aber das Problem ist, dass eingehende Pakete dann schon irgendwie zu sind. Das findet der Firefox auf meiner Maschine nicht gut und andere Browser wohl auch nicht und deshalb muss man vorher noch Shutdown aufrufen. Damit kann man eine TCP-Verbindung in eine Richtung zumachen, wenn man das möchte. Das sorgt dafür, dass der Kernel quasi im Prinzip Lesen noch erlaubt, aber der Gegenseite schon mal sagt, ich bin fertig mit Schreiben, du kannst jetzt aufhören. Und wenn man dann danach zumacht, passiert auf TCP-Ebene das Richtige. Ich muss zugeben, ich habe es nicht bis in die Tiefe gedebuggt. So funktioniert es gut, nur mit Close funktioniert es nicht gut. Und man kann, also es gibt diesen Syscall, manchmal gibt es auch Anwendungen, wo man es tatsächlich möchte, wo man aus irgendeinem Grund unidirektionale TCP-IP-Verbindung zum Beispiel aufrechterhalten möchte. Also es geht mit diesem Syscall, wenn man es braucht, und das hat man normalerweise, das ist einer von den Syscalls, die man nicht oft braucht, die man vielleicht mal kennenlernen könnte. Ja, dann muss man es noch zumachen. Das heißt, ich habe so Accept, Read, Send File, Shutdown, Close, 5 Syscalls pro Client, das denke ich ist ungefähr Minimum. Ja, das ist der HTTP-Server. Und, achso, das hat also, vielleicht ist euch das aufgefallen, das Send-File hat natürlich kein HTTP-Header gemacht. Das hat ja nur ein Content-SD genommen. Ja, dafür habe ich ja ein kleines Shell-Skript geschrieben, das nimmt eine Datei und macht daraus ein HTTP. das funktioniert sehr gut. Du hast die Datei nicht komprimiert. Nein, das stimmt, ich könnte sie komprimieren. Die tatsächliche Anwendung, also wo ich es meistens benutze, also erstens, das kannst du in einem Shell-Skript fixen. Natürlich, du kannst es einfach von Hand gezippen und dann musst du den Header anpassen. Das ist also kein Problem der Software quasi. Aber tatsächlich, die Anwendungsfall, den ich hatte, war, dass die meisten Leute wollen die letzten 1024 Byte sehen von diesem Protokoll, weil sie ja wissen wollen, was gerade gesagt wurde. Und deshalb ist die meisten Requests tatsächlich irgendwie für so ein komplettes Kurzding, was sich vom Compression gar nicht so groß lohnen würde. Und es hat auch kein Keep Alive. Was für den Anwendungsfall auch völlig okay ist, weil die Leute eh immer wieder das komplette Ding hart refreshen und so, wo der Browser eben ein bisschen vorsichtig ist. Sonst könnte man tendenziell in der Effizienz auch nochmal ein bisschen was machen. Andererseits, für Keep Alive muss man natürlich einen Header parsen, weil die schön Ding machen. Achso, jetzt die kleine Tanz gekommen, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch. Nein! Na! Hä? Was ist geschehen? mehr davon. Auf welche Weise? Nein! so das. Warum? Warum macht es das? Okay, so, ich wollte ganz viele Terminals haben, weil ich. Ja, Background. Ich wollte mal irgendwas serven, zum Beispiel. Kann Generator jetzt verlassen? Ich will mich drauf verlassen. CD. Alt. Du hast es nicht gemappt, oder? So, jetzt haben wir hoffentlich. Naja, ein HTTP 4C ist im NC. Das können wir jetzt irgendwie serven. Apache Benchmark zum Beispiel. Naja, das funktioniert natürlich. Ich hätte das. Nein. Wo ist mein Fokus? So, das wollte ich eigentlich. Ich wollte einmal so groß, mehr Concurrency. Wie viel testen wir? 50.000. Also das performt ganz gut. Es hat gerade wie 30.000 Requests pro Sekunde gemacht. Das Problem ist, aber der Patchy-Benchmark ist zu lang. Was? Ja. Ich glaube, dass das Scheduling nicht. Ich weiß nicht, welches Scheduling nicht korrekt ist. Vielleicht das Accept, vielleicht ist das Patchy-Benchmark Scheduling. Das Problem ist nämlich, na, das kann man jetzt nicht sehen. Wir haben ein Problem im Patch-Benchmark. Das ist halt nur single-threaded. Deshalb kann das auch nur 30.000 Quests pro Sekunde. Oh. aber man kann ja in mehreren Terminals, das habe ich gerade mehrere aufgemacht, einfach mehrere von diesen. Und ich habe ja auch ein paar Kursi drin. Also. Na, jetzt ist es 50.000 HTTP.
Das sind hier die SMOS, was wir kopieren können oder so. Der ist doch schon wieder fertig, so Mist. Echt? Nein, noch nicht ganz. Guck. Ja, ich kann ihn nochmal drauf. Ich mach's nochmal ordentlich, dann können wir das besser machen. Lass mal ordentlich. Genau, okay, da. Der Verbindungsmanager schiebt mich gerne auf die. Also. Also, die Apache Benchmarks bekommen noch relativ viel von der CPU ab. Dafür, ja, okay, Xbox ist dann das nächste, weil es das halt anzeigen muss. Das ist natürlich traurig. ja. Das haben wir durchlaufen lassen, wie viel da rauskommt. Genau, wir haben. Ich habe das einmal in einem Datencenter getan, wo wir ein bisschen Internet hatten. Und dann habe ich von, ich weiß nicht, so 10 Host oder so das versucht. Aber dann hatten wir die Leitung gesättigt. Also ein bisschen. Ja, genau. Jetzt irgendein Scheduling wahrscheinlich für die letzten 3 Requests oder so nicht gut. Ich weiß aber nicht genau welches. Na? Hallo, Apache Benchmark? Weder Apache Benchmark noch der HTTP-Server tun noch irgendwas, ich weiß nicht, was sie gerade so machen. Schade, ich hätte gehofft, dass wir noch irgendwie hübsche Zahlen sehen. Mhm. Kann ich das jetzt groß machen und dann? Okay. Hey, warum möchte ich es nicht groß werden, wenn ich das mache? The time was specified. Has expired. Oh! Warum das? Finde ich ja nicht schön. Ich mach mal sehen, wer das macht. Vielleicht habe ich tatsächlich geschafft, in die Kernel-Queue-Limits zu rennen. Ihr erinnert euch, das waren nämlich 256 parallele Incoming TCP-IP-Dingsies. Genau, ein Connection Receptor P ist eigentlich der Kernel, der ihm gesagt hat, nee, geh weg. So, jetzt hat er. Hätte er überhaupt irgendwas gemacht? Gut, da ist noch. Ja, ein Fehler, okay, dann brauchen wir keine Statistik mehr, gut, dann halt nicht. Ich wollte eigentlich nochmal deutlich mehr als 30.000 machen, sollte eigentlich gehen, weil das habe ich zu Hause schon gesehen. Wer weiß, vielleicht gibt es auch noch irgendeinen sehr subtilen Bug. Na, oben haben wir Resultate. Ja, das heißt, ich habe jetzt bei dem obersten 15.000, das heißt, in Summe wahrscheinlich ziemlich genau 60.000 oder so gerade rausgefallen. Request pro Sekunde und die meiste Zeit hat mein CPU damit verbraucht, die Apache Bench zu rechnen. Also haben wir im Top gesehen. Das heißt, im ranzigen i3 kann man da schon einiges reißen. Also falls ihr zufällig auch in die Situation kommen solltet, einen Detail-Server zu müssen, sei dies eure Lösung. Ansonsten, falls ihr mehrere Server müsst und irgendwie keine Lust habt, euch damit zu beschäftigen, ist auch dieses hier super geeignet. Besten. Hallo, ich habe ein Verzeichnis, ich muss da jetzt mal dran, Tool. Meiner Wahl, das funktioniert ganz gut, ist weder sicher noch sonst irgendwas, aber es funktioniert. Hast du mittlerweile doch unter Python 3 HTTP.Server, glaube ich.
2.7, das kann sein. Ich, ja, beim Pull muss ich immer 2.7 kommen, ja, deshalb habe ich mich mit 3.9 beschäftigt. Auf 3.6 hat sich das, ne, auf 3 generell hat sich das geändert. Okay. Zum HTTP dazu, aber im Prinzip gleich, ja. Ja, das ist gleich. Das Traurige an dem Ding ist nur, dass es single-threaded ist. Ja, das ist ja auch, also. Oder single-request. Oh yeah. Ja, gut. Aber das ist noch. Aber ja, ich muss mal kurz Dateien für irgendjemanden freigeben, das ist super. Ja, genau. Funktioniert immer. Exakt. Ja, wenn einer was runterlädt. Genau, weil einer was runterlädt, ist das super.